Du willst reden? Also reden wir. Hey, locker bleiben. Einfach durch die Hose atmen. Es geht um einen Zoowärter, der sich verliebt hat in eine Frau. Ich hoffe, meine Anwesenheit ist dir nicht unangenehm. Nein, ist mir nicht unangenehm, sondern angenehm, sehr angenehm. Oh mein Gott. Tut immer, kommt immer völlig aus der Fassung, wenn sie auftaucht. Oh Gott, wieder Haken. Okay, also hey, wie geht's dir? Und die Tiere beobachten das eine Weile mit und... Er ist der beste Zoowärter der Welt. Also er behandelt die Tiere toll. Und dann haben die Tiere sich irgendwann zusammengesetzt und haben gesagt, aber wir müssen ihm helfen. Wie lange könnt ihr denn schon sprechen? So, mal überlegen. Heute ist Dienstag, warte, ja? Eigentlich schon immer. Ihr meint, ich soll mich mit ihr verabreden? Okay, nichts überstürzen, Playboy. Alle Tiere haben gute Vorschläge, was man tun muss. Du musst deinen inneren Bären entdecken. Nein, nein! Brüll! Ja, so ist gut. Ja. Der Affe behauptet, er hat halt einen Trick, wie man Frauen rumkriegt. Bewirf sie mit Kaka. Ja, so habe ich alle Weiber rumgekriegt. Das hat bei dem Affen sehr gut funktioniert. Oder sie an der Nase rumführen. Der beste Weg, ein Weibchen zu beeindrucken, ist, wenn das Männchen mit einem anderen Weibchen auftaucht. Such dir ein Date, Süßer. Das finde ich sowieso an allen Tieren eigentlich sehr schön gemacht. Das ist eigentlich so wie im richtigen Leben. Joe, hast du noch einen Tipp für Griffin? Was fragst du mich? Du hast ja sowieso mal alles besser. Du würdest niemals überleben in der Wildnis. Was hast du eben gesagt? Ich sage, dass ich in der Wildnis niemals seinem Rivalen das Feld überlassen würde. In der Wildnis? Ich hab dich mit der Flasche aufgezogen. Du hast nicht einen Tag in der Wildnis verbracht. Hier muss man nur 10 Meter weit gehen und bekommt ein Eis am Stiel. Wildnis. Ich durfte einen Affen sprechen. Ich weiß nicht warum. Eventuell hat man mich gesehen, hat gesagt, der sieht aus wie ein Affe. Der muss Affen sprechen. Tja, und zack, boom, Griffin bekommt das Mäuschen und bleibt im Zoo. Und alle sind wir glücklich. Der Affe ist Berliner. Das ist das Schöne. Ich durfte, der Affe ist, kommt aus Berlin, quasi. Der sagt auch so Berliner Wörter. Wie, komm mal klar, du Pilot. Es ist wirklich wahnsinnig komisch. Es macht einfach total gute Laune, der Film. So ein richtiges Feel-Good-Movie. Man kann lachen und was viele Frauen jetzt vielleicht auch interessiert ist, durchs Lachen verbrennt man Kalorien. Mädels, wir haben die Bikini-Zeit. Ihr wisst Bescheid, ihr müsst in diesen Film. Wusstest du, dass das Adlerweibchen sich am meisten von dem Männchen angezogen fühlt, das am höchsten fliegt? Alter Falter!